Die Feuerwehr Dornbirn hat uns um ca. 5.50 Uhr alarmiert zu einer großen Wohnanlage, wo die gesamte Tiefgarage, sämtliche Kellerabteile, praktisch die gesamte Wohnanlage fast einen Meter unter Wasser gestanden ist, mit extrem viel Schmutzwasser, Gehölz, Sand, Kies. Ja, und da haben wir jetzt mit der großen Hochleistungspumpe die gesamte Tiefgarage ausgepumpt und versuchen auch die gesamten Kellerabteile vom Schlamm und vom Geröll zu beseitigen und pumpen alles in die Dornbirner Rache rein. Du bist seit 3 Uhr morgens unterwegs, oder? Die Feuerwehr Dornbirn, ja, wir, die Feuerwehr Lustenau, die um 5.50 Uhr von der Feuerwehr Dornbirn alarmiert wurde zu dieser Wohnanlage. Da haben wir sie unterstützt mit der Hochleistungspumpe, um die gesamte Tiefgarage und alle Kellerabteile vom Schlamm und vom Wasser und vom Geröll alles rauszupumpen. Wo ist das Wasser hergekommen? Vom Gehelbach, der den Hang und über die Straße, hier die Achstraße heruntergeronnen ist und so die Tiefgaragen geflutet hat. Ja, da sind alle Autos noch drinnen gestanden. Ja, natürlich gibt es auch leichte Ölverschmutzung vom Wasser, aber ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ja gut, wo geht's jetzt? Jetzt geht's noch weiter oder ist fertig? Nein, wir werden jetzt die gesamte Tiefgarage noch mit Frischwasser, quasi das Dreckwasser verdünnen und versuchen so sämtliche Räume auch vom Schlamm zu beseitigen. Okay, so this is a walk in the jungle, right? Vermutlich, ja, wird das bis in den Abend hinein dauern.